Matthias Lautenbach, zurzeit in der Form seines Lebens, dennoch immer noch D-Klasse oder wieder D-Klasse. Spielt überdurchschnittlich gute Konterbälle mit unglaublichen Reflexen, ist aber empfindlich auf Schnitt. Daher hat Michael Demmer jetzt auch umgestellt. Er ist selber normalerweise ein Konterspieler. Hat aber gemerkt, dass er ihn mit Unterschnitt anspielen muss, um Fehler zu erzwingen. Hatte genau vor einem Jahr bei den Bezirksmeisterschaften einen Herzinfarkt. Während des Turniers musste er aufgeben. Konnte sein Finale im Senioren-Doppel nicht mehr spielen. Bei diesem Turnier seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, möglicherweise überhaupt das allererste Mal nicht am Tisch. Gerald Ziegler, die Legende, der Vater von Michael Ziegler, dem ehemaligen Zweitbundesligaspieler und ehemaligen von Uschi Oswald Ziegler, der ehemaligen Bundesligaspielerin. Und Halbfinalistin bei deutschen Meisterschaften. Beide spielen übrigens hier den zweiten Platz ihrer Gruppe raus. Beide haben ein Spiel verloren.